Die Spielzeit 2018-19 des Theaters in der Josefstadt und der Kammerspiele der Josefstadt. Mit einem österreichischen literarischen Spielplan begeht die Josefstadt das Gedenkjahr 2018. 10 von 14 Premieren stammen aus österreichischer Feder. Heimat, Flucht und plötzliche Fremdheit in bestehenden Verhältnissen sind dabei Themen, die uns bewegen werden. Mit einer Uraufführung von Daniel Kehlmann eröffnet die Josefstadt Spielzeit die Reise der Verlorenen. Die Verlorenen, das sind 937 Flüchtlinge auf der Suche nach einer neuen Heimat. Keine Syrer oder Afrikaner, sondern deutsche Juden, die 1939 vor den Nazis nach Kuba fliehen. Menschen auf der Flucht, die zum Spielball politischer und wirtschaftlicher Einflüsse werden. Es war mir wichtig, dass alles wahr ist. Jede Figur ist eine historische Figur. Jedes Ereignis ist wirklich so passiert. Es war mir ganz wichtig, in diesem Fall gar nichts zu erfinden. Es ist ein historisches Stück, aber ich habe mich sehr stark auf die Gegenwart zurückgestoßen gefühlt. Janusz Kica wird das prominente 28-köpfige Ensemble inszenieren. Als Kapitän lenkt Herbert Föttinger die St. Louis. 4 Sternstunden nennt Daniel Glattauer seine neueste Komödie, in der ein humorvoller Blick auf das Älterwerden und ein erotisches Beziehungsgeflecht zwischen den Generationen für Unterhaltung sorgen. In der Rolle eines berühmten Schriftstellers in der Krise kehrt August Zirner nach Wien zurück. In der Inszenierung von Michael Kreisel sind seine Partner Martina Eben, Susa Meyer und Dominik Ohlei. In Peter Turinis Weihnachtsmärchen für Erwachsene, Josef und Maria, gibt Johannes Silberschneider sein Wien-Debüt und wird als Aushilfsnachtwächter auf Uli Meier treffen. Alexander Kubelka inszeniert. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Claire Sakanassian bietet 1 Milliarde. Sie will, dass die Einwohner ihrer Heimatstadt den Mann, der sie einst ins Unglück stürzte, opfern. Dürrenmatts zeitlose Tragikomödie bietet eine Paraderolle für die Nestroy-Preisträgerin Andrea Jonasson. Als Opfer ihrer Rache wird Michael König zu sehen sein. 8 Frauen. Die bekannte Kriminalkomödie mit vielen Songs wird ab Oktober in den Kammerspielen amüsieren. Susa Meyer führt das illustre singende Damenoktett an. Nach der atemberaubenden Inszenierung von Die Wildente in der letzten Spielzeit erwarten wir mit Spannung Mateja Koleschniks Version von Schnitzlers Der einsame Weg. Mit Bernhard Schier, Maria Köstlinger, Ulrich Reintaler. Jugend und Alter, Hass und Zufriedenheit. In Ferdinand Raimunds Bauer als Millionär treten sie auf, wenn Michael Dangl alias Fortunatus Wurzel mit seinem Schicksal hadert. Josef Köpplinger wird eine musikalisch-humorvolle Inszenierung erarbeiten, bei der weder das legendäre Brüderlein Fein noch das Aschenlied fehlen. Mit dabei sind Julia Sternberger, Wolfgang Hübsch, Alexander Pschill. Ein Religionskonflikt zerreißt die Nation. Wer falschen Glaubens ist, muss das Land verlassen. Stefanie Mohr bringt Karl Schönherrs Glaube und Heimat auf die Bühne. Es spielen Raphael von Bargen, Gerti Drassel, Claudius Stolzmann. Auf der Flucht befinden sich auch Jakubowski und der Oberst. Denn als die Nazis Frankreich besetzen, muss der polnische Jude Jakubowski wieder eine neue Heimat finden. Franz Werfel verarbeitete in dieser Tragikomödie seine eigene erzwungene Emigration. Erwin Steinhauer spielt den Jakubowski, Herbert Föttinger den Oberst. Der Pulitzer-Preis gekrönte Dramatiker Tracy Letts zeigt in Eine Frau seine Protagonistin in 11 Lebensstadien und verzichtet dabei bewusst auf eine chronologische Erzählung. Sandra Czerwig wird in Alexandra Liedkes Regie zu sehen sein. Toulouse. So betitelt David Schalko sein Stück, das als Auftragswerk für die Josefstadt entstanden ist. Im Prinzip geht es darum, dass ein Paar sich nach einer Trennung wieder trifft und innerhalb kürzester Zeit die Situation eskaliert. Und es geht auch um politischen Terrorismus und es geht um Terrorismus innerhalb einer Beziehung. Das wird dann so zusammengeführt. Liebst du mich? Ja. Genug, um mir deine Niere zu spenden?
Der österreichische Autor Stefan Vögel entzündet mit seiner Organspende-Komödie ein Pointenfeuerwerk. Pauline Knof bekommt die Niere. Eine Kriminalkomödie rund um das perfekt geplante Verbrechen hat im Jänner in den Kammerspielen Premiere: Lady Killers. Marianne Nentwich spielt die liebreizende Dame, bei der fünf Verbrecher Unterschlupf gefunden haben, um ihren großen Coup zu landen. Doch die alte Lady ist nicht so naiv, wie die Bankräuber unter der Führung von André Pohl meinen. Josef Roth verwebt in Radetzky-Marsch und die Kapuzinergruft die fiktive Geschichte der Familie Trotta mit dem wechselhaften Geschick Österreichs, angefangen bei der Schlacht von Solferino bis zu den Wirren des beginnenden 20. Jahrhunderts. Elmar Görden, ausgezeichnet mit dem Regie-Nestroy für Die Verdammten, nimmt sich des großen Familienepos an, das den Premierenreigen der Josefstadt beschließen wird. Weitere Informationen und Besetzungen finden Sie auf www.josefstadt.org.